Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 49, glaube ich, von Astronia. Ja, da ist unsere Basis, die kleine, die wir jetzt hier auf dem neuen Planeten schon aufgebaut haben. Wir wollen ein Fahrzeug bauen, damit wir definitiv hier mehr Sachen hin und her schleppen können, weil so, wie wir es jetzt gerade machen, ist nicht so der prickelnd. Das würde ich sagen, nehmen wir nach dem Intro in Angriff, ne? Bis gleich. So, da wollen wir mal gucken. Was ist denn hier so in dem Drucker zu finden? Oh, jetzt habe ich natürlich das geschafft, den da einmal anzupacken und ich liebe es, wenn ich das schon schaffe. Ach nee, ne, jetzt haben wir den nächsten auch schon geschafft. So, jetzt drehen wir um, damit wir den Schalter da endlich kriegen. So. So, jetzt hat's geklappt. So, und wir drücken nicht die linke Maustaste, sondern wir drücken F. Der Hänger ist das. Gemisch und Aluminium. Aber ich brauche erstmal einen Traktor. Da brauche ich nur Aluminium. Da brauche ich zwei Aluminium für. Okay. Und wenn ich Aluminium brauche, bedeutet das, ich muss definitiv einen Ofen haben. Oh, oh. Ob ich den Ofen jetzt hier kriege, glaube ich nicht. Ne, den Ofen werde ich in einem größeren Drucker machen. Warte, da war ein größerer, mittelgroßer Drucker. Da brauche ich zwei Gemisch für. Ich glaube, da müssen wir mal gerade die Gemisch hier aufbereiten. Und die haben wir ja zum Glück da. Und dann druck das mal bitte. So. Ich glaube, mit dem Drucker können wir vielleicht den Ofen machen können. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Was haben wir denn noch jetzt hier so rumlegen? Das war Kohlenstoff. Pack den mal dahin. Und das ist noch Graphit. Das ist ja jetzt nicht verkehrt, dass wir das haben. Wir müssen auch definitiv die Landschaft begradigen hier. Und vielleicht, ja. Vielleicht bauen wir hier mal Dingens ab. Sag schon, Harz. Ja, ich glaube, wir müssten jetzt hier tatsächlich richtig da reingehen. Ne? Den Begradiger müssten wir wegmachen, oder? Da ist noch mehr Harz. Ach, wir sind schon wieder voll, oder was? Das hat ja gut geklappt dann, ne? Ja, das Lager ist voll. Wofür hatten wir das? Achso, das war da. Ne, das will ich dann da auch nicht reinstecken. Ich möchte jetzt erstmal den mittelgroßen Drucker hier bauen. Ob das hier die ideale Stelle ist, weiß ich nicht. Gibt es da auch noch einen Stromanschluss auf der anderen Seite? Bestimmt, ne? Ja, dann machen wir den hier hin. Pack den erstmal aus. Wir haben jetzt keine Plattform, sollte aber erstmal, wenn egal sein, wenn es. Nee, der kann dann vielleicht gar nicht ohne Strom arbeiten, ne? Oder? Da gibt es bestimmt keinen Anschluss, der ist nur auf der Plattform oder gibt es einen Anschluss? Steuermodul. Ja, der hat keinen Strom und wenn er keinen Strom hat, dann kann ich da nichts mitmachen. Das heißt, ich muss jetzt erst gerade schauen, dass ich noch eine Plattform gebaut kriege. F. Schredder, Ressourcenkanister, Stromverlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator, mittlerer Solarmodul, mittelgroße Plattform, Harz. Haben wir. Gut. Bauen wir. Okay, das geht dann auch schon mal voran. Ach ja. Und im Rucksack können wir auch noch was bauen, wenn, ne? Bis der da, obwohl die Plattform ist schon fertig, dann reicht das. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die ganze Plattform dahin bewegen. So, Drucker ist jetzt drauf. Vielleicht drucken wir das, drehen wir das mal um. Nee, das war falsch. So würde ich ihn hinstellen wollen. So passt es erstmal. Dann da rein. Schmelzofen, da ist er schon. Gemisch und Harz. Haben wir beides da, müssen wir nur reinstecken, ne? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ach, Harz brauchen wir zweimal. Ich hoffe, ich habe da noch einen im Rucksack, aber wenn, ist nicht schlimm. Wir haben es ja gerade.
Ne, im Rucksack habe ich, glaube ich, kein Harz mehr. Ne. Das bedeutet, wir müssen nochmal Harz abbauen. Das ist aber gerade hier vorne schon. Hier ist noch Harz. Angeblich. Da ist aber was anderes wie Harz, sagt er. Da ist Gemisch, okay. Okay. Gehe gerade erst zurück und schmeiß das an, damit wir das fertig kriegen. Ne, das war da. Den Harz bitte einmal da oben dran erkleben. Dann F drücken und dann hier drücken. So, das heißt, der Ofen ist auch unterwegs. Sehr schön. Dann kriegen wir Aluminium, dann kriegen wir ein Auto. So, und dann müssen wir hier eigentlich so eine Autobahn noch bauen, so gefühlt, ne? Achso, ich müsste mal gerade gucken. Das Tool ist jetzt hier der Hämmer. Und den schalten wir mal ein. Und machen dann hier ein bisschen glatt, oder? Nee, das ist gar nicht richtig, was ich hier mache. Naja, es ist nicht schlimm. Jetzt haben wir, glaube ich, hier Zeug. Nee, haben wir kein Zeug geholt, oder? Ich dachte, wir hätten jetzt Biomasse geholt. Haben wir nicht geholt. Okay, der ist aber trotzdem noch am Arbeiten. Dann ist das so, dass wir jetzt hier den Glätter brauchen. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich das Hemdtool da ausmachen, ne, oder? So. So, dass wir Licht ausmachen, das wollten wir nicht. Jetzt erst bewegen wir das. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier so ein bisschen bewegt kriegen hier. So, diese Dingen soll weg. Das auch weg. Hier wollen wir mal gerade oben rum wieder gerade machen. Der Planet ist ziemlich klein, wie wir merken. Da gibt es auch so ein Tool, was dann für die Krümmung zuständig ist, oder wie war das? Das habe ich aber noch nicht. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Da gibt es ja... Also wichtig ist, dass wir hier sowas gerade ziehen, damit wir nicht hier über den Berg rutschen oder sowas, ne? So, hier könnte es ein bisschen breiter sein, ne? Ammonium haben wir aufgenommen, okay. Ich glaube, so geht's mit dem Fahren dann. Ja, die sind zwar jetzt alle umgefallen in dem Sinne, aber ich glaube, das ist erstmal irrelevant. Hier nur so, dass wir da ordentlich rüberfahren können, obwohl der Trecker auch so gut fahren kann. Okay, wir sind erstmal hier. Weiter schon ein Stück mit dem Ding. Jetzt gehen wir zurück, dass wir den Ofen erstmal haben, weil der ist auch ganz wichtig. Vielleicht sollten wir hier noch eine Spur neben machen. Also Spur ist gut, ne? Okay, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen was anders machen, ne?
ja. So geht's, würde ich sagen. So, jetzt laufen wir mal schnell zurück. Gucken zu, dass wir hier schauen, was der fertig gebaut hat. Ich denke mal, der hat fertig gebaut. Nein, hat er noch nicht. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch bestimmt Harz. Das bauen wir gerade mal ab hier. Okay, vielleicht bauen wir hier ein bisschen so ab, dass wir hier runter können. Aber hier noch, wir haben noch Sauerstoff. Interessant, dass es so lang verbunden ist. Aber hier ist ziemlich viel Harz noch, ne? So, jetzt hat er gerade gesagt, dass er keinen Sauerstoff mehr hat. Dann holen wir uns den wieder. Der ist auch fertig mit Drucken hier. Das hat gut geklappt. Ja. Vielleicht brauchen wir noch ein Lager dann für einen Anhänger sowieso, ne? Aber das war jetzt hier unser Schmelzofen erstmal. Entpacken wir den mal gerade. Ich hoffe, der fällt mir da jetzt nicht runter, ne? Nein, tut er nicht. So, Schmelzofen bräuchte eine größere Plattform, wenn, ne? Ja. Die gibt es bestimmt hier auch im Drucker, oder? Schmelzofen haben wir. Erdzentrifuge, Chemielabor, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, Handelsplattform. Große Plattform A. Ich glaube, das könnte die sein, oder? Ah, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur die große Plattform A. Mittelgroße Plattform. Nee, das war ein anderer Name. Vielleicht klappt es mit der ja. Wir wollten noch ein Lager drucken, das können wir hier drucken, das ist auf jeden Fall wichtig. Mittelgroße Plattform, das andere war eine große Platte. Mittelgroßes Lager, A2 Harz. Okay, aber ich glaube, es könnte sein, dass wir noch was im Rucksack haben. Ja. Oder ist das Ammonium? Ne, das ist Ammonium. Aber da oben sitzt noch einer drauf. Das heißt, der kann dahin und dann da gedruckt. Fertig machen. Das ist gut, das Ammonium können wir mal rausschmeißen. Und den Verpacker nehmen wir mit, Erde ist okay. Booster Geländewerk zur Erweiterung, erhöhte Geschwindigkeit des Deformationsaktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Ja, das blockiert mir eigentlich auch den Slot, oder? Weiß ich auch noch nicht, was ich da mache. Der ist noch fleißig am Drucken da. So, N können wir hier noch nicht benutzen, weil noch keine Plattform da ist. Und dann haben wir keine Biomasse wahrscheinlich, aber Forschungszeug haben wir ja. Das müsste eigentlich ja, unten in die Rakete, ne? Und das war Wolframit, wir haben aber kein Laterit. Das brauchen wir auch. Aluminium ist Laterit. Laterit haben wir jetzt hier gerade nicht, oder? Warte mal, das ist eine Höhle, die da reingeht, oder? Vielleicht sollten wir erst Gemisch haben, um solche Dinger noch zu machen. Die haben wir nämlich nicht. Gemisch war hier vorne doch eben irgendwo, ne? Das glänzte doch so wunderbar. Auf der Fläche hier rechts war das. Da glänzt es so wunderbar. Oh, hier ist irgendwo einer umgekippt, der mir die Linie kaputt gemacht hat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schnell zurück. Irgendwo ist der Sauerstoff unterbrochen mit mal. Dieser war's. Gut, das hat geklappt. Ich weiß gar nicht, eben war die doch noch da. Und jetzt, ne, vielleicht bin ich dagegen gelaufen und dann hat es den Rest gegeben. Ja. Werkzeug raus, buddeln. Und wir kriegen genug von dem Zeug hoffentlich mit.
Hier ist nichts, da muss noch was sein. Aber da lag schon einer auf Erde, das heißt, macht keinen Sinn mehr weiter zu buddeln. Ja, wir sind ziemlich knapp bei ne, Kasse, hätte ich jetzt gesagt, bei Lagerkapazität. Aber wir haben aber 5 Stück jetzt davon. Das ist ja schon mal eine Nummer, ne? Gut. Da gibt es für den Bohrer oder unser Abbauwerkzeug ja so ein Tool, dass das dann schön gerade auf der Erde ist, ne? Da müssen wir wahrscheinlich auch noch dran. Gemisch. Er druckt diese Plattform noch. Allerdings ist die Plattform nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, glaube ich, oder? Na, weiß ich nicht. So, mal schauen. Oh, da ist er fertig. Dann packen wir sie gerade aus. Nee, das ist nicht die Plattform, die ich mir vorgestellt habe, glaube. Weil der da drauf geht zwar mittig, aber wir haben jetzt keine automatischen Dinger da, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man sie dann einzeln rausnehmen oder so, ne? Kann das sein? Er wird es vielleicht brennen, hätte ich jetzt gesagt, aber nein, tut er nicht, da uns definitiv Power fehlt, weil gerade keine Sonne da ist, hätte ich jetzt gesagt, oder? Hier war doch am Rande eben Biomasse, oder? Hier, das müsste doch Biomasse sein, oder? Oh, da unten ist so eine Kapsel, da müssen wir auch noch hin. Ist das alles Biomasse hier? Ich glaube nicht, ne? Hier ist wieder so eine Probe. Kriegen wir die noch rein? Ne, wir sind, haben nicht ausgeladen. Das war ja wieder geschickt von mir, ne? Gehen wir zurück zum Ausladen, ja, und schauen zu, dass wir unsere kleine Basis jetzt hier gleich fertig kriegen. Wie kriege ich denn so viel Strom da dran, dass das klappt? Nur mit dem hier, ne? Einfach erstmal hier dieses Zeug rauswerfen. Achso, wir wollten davon noch Teile machen. Und, kleiner Drucker, Verbindungen, die brauchen wir. Die wollten wir basteln. Gut. Schmeiß das erstmal dahin. Rucksack zu, Verbindungen waren dafür gedacht, aber wir wollen jetzt Biomasse kreieren. Die war hier irgendwo am Rande, ne? Ich bin schon dran vorbei, weil keine mehr da ist, glaube. Ich glaube, wenn diese tollen Dinger da auf der Erde sind, nicht gerade stehen, so wie hier, dann kann ich die umschmeißen. Und das ist vorhin passiert, denke ich mal. Biomasse sehe ich gerade so ein bisschen mager, ne? Forschungsteile, die sind hier ohne Ende. Kann ich denn hier... Achso, ich muss da erst F drücken dann. Weil ich will jetzt hier nichts umändern, was... ist das Biomasse? Ah, das ist wohl Biomasse, oder? Oder nicht, weiß ich nicht. Nee, oder? Nee, doch nicht. Wo ist Biomasse? Die ist ein bisschen knapp hier, kann das sein? Hier ist alles, aber keine Biomasse. Einmal an Sauerstoff wieder ran. Ist hier Biomasse? Hier sind zwei Geysire. Sieht alles nicht nach Biomasse aus. Okay. Hier ist noch so ein Geysir. Da ist doch Biomasse, diese langen Pinne da. Oder? Ich weiß nicht, ob die mich erschlagen. Ist das Biomasse? Ich weiß nicht.
Ne, ist nicht mehr geworden. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wie komme ich denn hier an Strom dann? Solarzelle müsste ich bauen, dann könnte ich vielleicht Strom kriegen. Aber erstmal brauche ich jetzt vorübergehen ein bisschen. Ich glaube, hier bin ich schon lang gelaufen, ne? Hier haben wir anderes Zeug. Kann ich da mal hochgehen und gucken? Vielleicht sehe ich da von diesem höheren Punkt etwas viel Besseres. Ja, da ist natürlich noch ein Krater, der sowas alles hat. Dann mal schnell zur Linie zurück und dann bauen wir mal hier eine Abzweigung hin. Region Flachland, okay. Dann hier bitte einen aufstellen. Okay, der hat es nicht gereicht. So. Hier so. Und. Okay, der ist auch. So ist besser. So, und hier finden wir jetzt tatsächlich Biomasse, ne? So, ein bisschen tiefer gehen wir. Hier müssen wir wieder einsetzen. So, und hier noch einsetzen. Und dann können wir hier ordentlich Biomasse gerade holen. Okay, das war schon wieder einer zu viel. Oh. Schade, ne? Ja, gehen wir erst wieder hoch. Hier im Krater war unsere Biomasse. Sehr gut. Region Flachland. Wie hieß die andere, weiß ich jetzt gerade nicht. Gut, ich würde sagen, ich gehe mit der Biomasse hin, hoffe, dass der Drucker dann funktioniert. Laterit, muss ich gucken, dass wir das kriegen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das hier überhaupt finden. Ich meine aber eigentlich, ja, müssen wir uns mal anschauen. Und dann werden wir weiterschauen. Ne? Reicht das denn hier mit Biomasse und dann läuft unser Schmelzofen? Ach, anschalten muss man den, dann läuft der auch. Vielleicht war es nur anschalten. Nein, das ist schon definitiv besser, dass wir jetzt da die Biomasse haben. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.